Die künstliche Intelligenz wird in der Softwareentwicklern und Programmierern in der Zukunft eine große Hilfe sein. Ich denke nicht erst, ChatGPT hat uns gezeigt, dass da besonders was das Tooling angeht, eine ganze Menge coole Dinge auf dem Weg sind, die uns in Zukunft helfen werden. Und ob wir jetzt als Softwareentwickler diese Entwicklung begrüßen oder eben verteufeln, spielt am Ende des Tages überhaupt gar keine Rolle, denn das ganze Thema wird sich ganz besonders bei uns in der Softwareentwicklung in den nächsten Jahren, im nächsten Jahrzehnt definitiv durchsetzen. Auf dem Weg dorthin, dass uns KI wirklich unterstützen kann in unserem Alltag als Softwareentwickler, gibt es natürlich eine ganze Menge Hürden. Aber ich denke, eine Hürde dabei ist ganz, ganz besonders wichtig und genau darum soll es heute in diesem Video gehen. Heute ist der erste Tag seit langem, dass im Winterbereich mal kein nebliges Wetter ist, es schneit oder regnet oder sonst irgendetwas, sondern es scheint die Sonne und ich dachte mir, wir nehmen uns heute mal die Zeit und laufen mal ein bisschen durch den Winterberger Wald, denn ihr merkt es vielleicht ein bisschen, ich bin erkältet und soll mich ein bisschen an der frischen Luft bewegen. Und deswegen laufen wir jetzt mal eine Runde durch die Gegend und schauen mal, welche ganz besonderen Hürden die KI in der Softwareentwicklung zu nehmen hat. Viel Spaß! Um euch meine Bedenken ein bisschen besser darzustellen, nehmen wir mal ein Beispiel aus der Mathematik. In der Mathematik, das ist ja auch ein sehr, sehr großes Feld, ein sehr, sehr altes Feld vor allen Dingen schon, es gibt seit vielen Tausenden von Jahren, hat es am Anfang Grundelemente gegeben, Grundrechenarten nenne ich sie jetzt mal. Und auf Basis dieser Grundrechenarten haben dann Wissenschaftler, kluge Köpfe, haben neue Konzepte hergeleitet. Das heißt, mit einer mathematisch mehr oder weniger einwandfreien Formulierungsart haben sie mit diesen Grundrechenarten höherwertige Konzepte hergeleitet. Und haben das Ganze bewiesen, haben das Ganze veröffentlicht und dann haben andere diese erweiterten Konzepte genommen und haben noch erweiterte Konzepte hergeleitet. Wieder alles ganz, ganz sauber, so wie es den Regeln in der Forschung unterliegt. Und das Ganze ging dann immer weiter und immer weiter und es ist in der Mathematik immer mehr Konzepte obendrauf gebaut worden, sodass wir später dann bei sehr hochwertigen Konzepten waren, bei sehr komplizierten Konzepten. Ich bin jetzt kein Mathematikstudent, aber sowas wie Fourier-Transformation, das ist für mich dann schon die weitaus höhere Mathematik. Alles das, was wir in so hochwertigen Konzepten benutzen, können wir durch die Forschung, durch die ordentliche Forschung, immer schrittweise zurückverfolgen auf, ich sage mal mehr oder weniger diese Grundrechenarten. Und so ist der ganze Weg ist zum einen beweisbar und auf der anderen Seite basiert auch alles auf einheitlichen Formulierungen, einheitlichen Grundsätzen, die eben auf diesem Weg erforscht wurden. Was jetzt aber in der Mathematik gut funktioniert, das funktioniert in der Softwareentwicklung nicht so wirklich gut. Ich mache euch mal ein Beispiel. Wir haben vor vielen Jahren, Jahrzehnten eher gesagt, erkannt, dass es nicht gut ist, monolithische Anwendungen zu bauen. Daraufhin sind dann ein paar pfiffige Leute hergekommen und haben gesagt, hey, wir zerteilen jetzt einfach unsere Anwendung in einzelne Dienste und diese Dienste bekommen eine Domäne zugeordnet und dann können wir sicher sein, dass wenn wir diese Anwendung aus verschiedenen Diensten entwickeln, dass diese Domänen voneinander abgespalten bleiben und wir dadurch keinen Monolithen entwickeln können. Das wurde damals serviceorientierte Architekturen oder kurz SOA genannt. Und war so Anfang der 2000er Jahre eigentlich so die Sau, die durch alle Dörfer getrieben wurden. Und alle Leute meinten, wenn wir jetzt so machen, dann wird alles gut am Ende des Tages. Irgendwann später hat sich dann herausgestellt, dass das doch nicht so das Gelbe vom Ei ist, weil diese Services plötzlich wieder eng aneinander gekoppelt waren und man wieder durch verschiedene andere Infrastrukturelemente, wie den Enterprise Service Bus zum Beispiel, viel Kopplung in der Anwendung hatte. Und dann sind einzelne pfiffige Leute hingegangen und gesagt, okay, wenn wir das Konzept jetzt so erweitern, dass wir einzelne Dienste haben, die wirklich voneinander unabhängig sind, die getrennt sind, die quasi keine geteilte Datenbank mehr haben, untereinander gar keine Abhängigkeiten mehr haben, dann können wir eine Architektur erstellen, bei der einzelne Dienste existieren, die unabhängig deploybar sind und die wir auch sehr fein granular austauschen und skalieren können. Diese super tolle Idee, die man vor eigentlich in allen anderen Projekten schon zuhauf gemacht hatte, hatte jemand anderes also in neue Gewänder gekleidet und hat ihm den passenden Namen Microservices gegeben. Und diese Microservices haben sich ziemlich schnell ziemlich großer Beliebtheit erfreut. Ich glaube, damals hat Robert C. Martin dazu einen einzigen Blogbeitrag geschrieben und der hat sich aufgrund seiner Popularität wahrscheinlich relativ schnell verselbstständigt. Das heißt, viele haben diese Idee, dieses Konzept aufgenommen, haben ihrerseits Blogbeiträge dazu geschrieben, Konferenzbeiträge, Zeitschriftenartikel, haben die Idee vielleicht auch nochmal verfeinert, haben dann noch irgendwie ihre eigene Note reingebracht und so hat sich quasi dieses ganze Thema Microservices durch die ganze Community immer weiter verbreitet. Und wie das meistens so ist, wenn man Ideen nicht zentralisiert formuliert oder zentralisiert irgendwo festhält, gab es so das stille Postprinzip. Das heißt, immer mehr Leute haben angefangen, durch diese Weitergabe der Informationen andere Dinge unter Microservices zu verstehen, den wahren Gedanken dahinter nicht mehr zu verstehen. Und irgendwann ist es einfach nur noch
ja fast schon ein Unwort geworden, weil alle Leute alles darunter verstanden haben und jeder das Ganze anders interpretiert hat, auch anders implementiert hat, andere Vorteile gesehen hat, aber auch andere Nachteile gesehen hat, die Gefahren von dieser Architektur zum Beispiel nicht mehr gesehen hat. Und so hat sich das Ganze immer weiter verwässert. Und auch heute noch, ich habe vor einem Jahr, mittlerweile ist es her, habe ich meine Masterarbeit fertig geschrieben. Das habe ich euch hier auf dem Kanal, habe ich das ja erzählt. Und ich habe in dem Zusammenhang habe ich mich sehr viel mit Architektur beschäftigt und habe versucht, ein Entscheidungsmodell zu erstellen, was in der Lage war, auf Basis von Projektparametern eine geeignete Architektur ausfindig zu machen. Und ich hatte mir schon gedacht, dass das Ganze aufgrund der Definitionslage da draußen schwierig ist, weil das Thema Architektur nicht besonders einfach ist. Aber als ich diese Arbeit geschrieben habe, habe ich erstmal gemerkt, wie viele verschiedene Definitionen es für verschiedene Architekturformen gibt. Microservices habe ich deswegen als Beispiel genommen, weil ich damals, als es darum ging, dass dieses Modell auch Microservice-Architekturen entscheiden sollte, habe ich mir die ganzen Seiten angeschaut von Microsoft, von Amazon, von Google, weil die natürlich in diesem Bereich sehr, sehr viel publizieren. Warum, da reden wir in einem späteren Video mal drüber. Und selbst auf den Seiten der großen Cloud-Anbieter gab es ganz viele unterschiedliche Definitionen. Ich habe mir 17 Architekturbücher damals geholt, um zitierfähige Quellen in meiner Masterarbeit zu haben. Und fast in allen diesen Büchern wurden Microservice anders beschrieben, mit anderen Facetten, mit anderen Noten, die teilweise zu komplett anderen Architekturen geführt haben. Und dieses Problem mit den schwammigen Definitionen ist jetzt nicht nur auf dem Bereich der Architekturmuster anzuwenden oder ist dort existent, sondern allgemein schauen wir uns mal das Thema Softwarearchitektur an. Erstmal der Grundbegriff der Architektur. Was ist Softwarearchitektur überhaupt? Was ist Systemarchitektur? Oder was ist Software Design? Oder der Oberbegriff, was ist Architektur allgemein? Zu dieser Frage werdet ihr in einschlägiger Literatur dort draußen, werdet ihr wahrscheinlich so viele Antworten bekommen, wie ihr verschiedene Bücher lest. Und auch wenn ihr jetzt da draußen die Unweiten des Internets unsicher macht, euch Blogbeiträge, Konferenzbeiträge oder sonst irgendwas anschaut, dann werdet ihr immer noch nicht wirklich zu einer einheitlichen Definition kommen. Jeder sieht gewisse Begrifflichkeiten, gewisse Theorien, gewisse Dinge in der Softwarearchitektur anders als andere. Viele haben für sich ein stimmiges Gesamtkonzept entwickelt, wie Architektur funktioniert, worauf es ankommt. Aber selbst zwischen absoluten Top-Experten weichen die Meinungen teilweise sogar gravierend ab. Aber jeder für sich selber hat recht, weil in seinem Universum, in seiner Menge an Begrifflichkeiten-Definitionen dieser Begriff Softwarearchitekturen funktioniert. Ein Beispiel mal, es gibt immer die Definition oder die Diskussion, nicht Definition, wenn ich meine Architekturvorträge vorstelle, wenn ich zum Beispiel eine Composite Component Architektur vorstelle, das ist eine Komponentenarchitektur, dort werden Datenklassen und Verhaltenklassen komplett voneinander getrennt. Das heißt, es gibt Datenentitäten, die einfach nur POCO-Objekte, POJO-Objekte, die nur die Daten enthalten und alle Verhalten zum Transformieren dieser Daten, um Personen hinzuzufügen, zu löschen, zu validieren etc., die kommen in separate Verwaltungsklassen. Und diese Verwaltungsklassen haben dann keine Daten an sich selbst, sondern nur Verweise auf andere Datenklassen, aber wir haben dadurch die Daten und die Verhalten komplett getrennt voneinander. Jetzt gab es irgendwann mal einen klugen Menschen, ich glaube es war auch Robert C. Martin, ich bin mir nicht ganz sicher, der hat gesagt, dass dieses Muster, das Trennen von Daten und Verhalten, das ist ein Anti-Pattern. Und ihr wisst ja, was Design-Pattern sind, was Architekturmuster sind. Das sind Muster, die man anwenden soll auf Basis von der Erfahrung von gewissen Leuten, die mir ein gewisses Problem lösen anhand von so einer Musterschablone. Ein Anti-Pattern ist genau das Gegenteil. Das sind Muster, auf die ich in meiner Architektur, in meiner Anwendung achten sollte, weil wenn ich diese Muster habe, dann ist da irgendwas im Argen und irgendwas läuft schief. So, dieses Pattern, was ich in dieser Architektur sehr stark verwende, in dieser Composite-Component-Architektur, das ist laut Ansicht von Robert C. Martin ein Anti-Pattern. Warum ist das ein Anti-Pattern? Weil er sagt, genau dafür haben wir die objektorientierte Programmierung, wir müssen Daten und Verhalten miteinander verheiraten. Gut, so. Er sagt, es ist ein Anti-Pattern, man sollte da auf seine Anwendung darauf achten, dass man es nicht verwendet. Ich sage, es ist eben kein Anti-Pattern. In dem Fall nutzen wir diese Trennung von Daten und Verhalten ganz explizit, um unser Verhalten austauschbar zu machen. In der Architektur versuchen wir, Qualitätsattribute zu adressieren. Wiederverwendbarkeit, Austauschbarkeit, Testbarkeit etc. Und diese Dinge kann man nur dann erreichen, zu 100%, wenn man Daten von Verhalten trennt. So, das heißt, in meinem Kontext, meine Architekturvorstellung, diese Composite Components funktionieren sehr gut. Das ist eine sehr flexible, hochwartbare, hochtestbare, hochweiterentwickelbare Anwendungsarchitektur, die man auch als Referenzarchitektur nehmen kann. Und in diesem Kontext funktioniert das Ganze extrem gut. In der Vorstellung von Robert C. Martin, der andere Architekturformen verwendet, der auch eine andere Sicht auf Architektur mitunter vielleicht hat, ist das aber ein Anti-Pattern. So, weder Robert hat recht, noch ich habe recht, sondern wir haben beide irgendwo recht. In unserem Kosmos funktioniert das. Von diesen verschiedenen Kosmen gibt es aber ganz, ganz viel im Bereich der Softwarearchitektur. Und das ist einer der Gründe, weswegen sich diese Definition mitunter immer weiter auseinander, voneinander entfernen und immer weiter auseinander dividieren.
So, dieses Beispiel, was wir gerade angesprochen haben mit der uneinheitlichen Definitionslage, ist jetzt nicht nur auf Software-Architekturmuster und erst recht nicht auf Architekturen zu übertragen, sondern gilt für ganz, ganz viele andere Dinge in der Softwareentwicklung. Zum Beispiel in der Softwarequalität könnt ihr euch noch hunderte Beispiele nennen in der, keine Ahnung, in der Anwendungsentwicklung selber, im Bereich Datenbanken, im Bereich Testing und so weiter und so fort. Das heißt, unsere Softwareentwicklung ist nicht wie in der Mathematik wirklich auf Grundlagendefinitionen gewachsen und immer weiter weiterführende Konzepte auf Basis von diesen Basiskonzepten entwickelt und dann noch weiterführende Konzepte und so weiter, sondern unsere Softwareentwicklungswelt funktioniert mehr oder weniger pragmatisch. Das heißt, während sowas wie in der Mathematik sehr, sehr forschungsnah und sehr formal gearbeitet wird, alles auf Beweisen aufgebaut wird, ist es bei uns anders. Bei uns ist es mehr oder weniger empirisch. Wir arbeiten von der Hand in den Mund, würde ich mal sagen. Denn während natürlich auch in der Softwareentwicklung geforscht wird an Universitäten, ist es so, dass die Industrie die Lösungen viel schneller benötigt, als es die Forschung liefern kann. Und das sorgt auf der einen Seite natürlich dafür, dass wir ja sehr, sehr schnell, sehr praxisnahe Lösungen erzeugen können, sorgt aber auf der anderen Seite dafür, dass wir eben halt nicht wirklich formal arbeiten und dass in der Softwareentwicklung sehr, sehr vieles auf Erfahrung beruht und auf Wissen beruht und dieses Wissen und diese Erfahrung ist eben nicht einfach aneignbar. Ihr wisst, was ich meine. Und damit kommen wir zu dem Problem, was ich sehe im Bereich der KI und der Architekturen. Künstliche Intelligenzen sind darauf ausgelegt, oder zumindest jetzt sowas wie ChatGPT, was wir uns in der letzten Woche angeschaut haben, dass es eine künstliche Intelligenz ist und die wird mit einer großen Menge von Daten trainiert. Diese Menge von Daten kann natürlich auf der einen Seite Quellcode sein, davon haben wir riesengroße Repositories in GitHub und Azure DevOps und so weiter, aber es muss natürlich auch eine ganze Menge Wissen reingekippt werden, um das mal irgendwann in naher, ferner Zukunft wirklich gut zu machen. Dieses Wissen, was dazu benötigt wird, ist in einer umfangreichen Menge natürlich im Internet da draußen verfügbar. Denken wir nur mal an Stack Overflow als Beispiel. Aber dieses Wissen ist so ungenau, so schlecht definiert. Es existieren so viele Kosmen mit verschiedenen Ansätzen, wie man Architekturen machen kann, wie man testen kann, wie man gute Anwendungsentwicklung betreibt, dass ich mir vorstellen könnte, dass es für eine KI unglaublich schwierig ist, dort richtig trainiert zu werden. Mir als Architekt, der schon viele Jahre, Jahrzehnte Erfahrung hat in dem Bereich, fällt es teilweise sehr, sehr schwer, die verschiedenen Konzepte, die verschiedenen Denkweisen, die verschiedenen Sichtweisen zu unterscheiden. Und wenn eine KI mit diesen Mengen an großen Lernmaterialien gefüttert werden soll, stelle ich mir das, ohne jetzt ein KI-Experte zu sein, unglaublich schwierig vor. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, in anderen Bereichen wird das auch funktionieren und das wird in der Softwareentwicklung auch irgendwann gehen, dann werden diese Hürden überwunden. Das ist total richtig. Aber der Punkt ist, ich glaube, ich habe beim letzten Video gesagt, der Techniker wird sehr schnell nicht ersetzt, sondern ergänzt werden durch künstliche Intelligenzen. Aber der Künstler dahinter, das ist genau das, was die KI nicht so schnell machen kann. Da haben viele von euch in den Kommentaren waren nicht dieser Meinung, aber das ist genau meine Begründung, weil ich der Meinung bin, dass dieser Teil, den wir brauchen, diese Erfahrung, diese verschiedenen Techniken, Prinzipien, die es in der Softwareentwicklung gibt, bis wir daraus für uns selber, für unser Team ein stimmiges Gesamtkonzept gemacht haben, das dauert eine ganze Zeit. Man braucht eine ganze Menge Erfahrung dazu und ich glaube, dass genau dieser Punkt von einer KI eben aufgrund dieser eigentlich nicht existenten, konsistenten Wissensbasis ein ganz, ganz schwieriges Unterfangen ist und meiner Meinung nach sehr, sehr lange dauern wird, wenn das überhaupt irgendwann mal gemacht werden kann. Wenn du gerne wissen möchtest, wie uns KI in der Softwareentwicklung in Zukunft ergänzend unterstützen könnte, dann sollst du als nächstes das Video anschauen, da erkläre ich das Ganze nochmal. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei der Arbeit, bis zum nächsten Video und ciao.